Liebe Mitglieder und Freunde der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich grüße ich Sie am Ende eines sehr herausfordernden Jahres. Die Corona-Krise war noch nicht überstanden. Da kam es zum brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit gravierenden Folgen, nicht nur für die Menschen dort vor Ort, sondern für Europa und die ganze Welt. Eine Energieknappheit war die Folge, steigende Preise und Menschen, die sich sorgen um ihre Existenz. All das hat viel Kraft gekostet und kostet noch viel Kraft. Aber das Jahr 2022 war auch ein Jahr der Hoffnung, der Zuversicht, wenn ich daran denke, wie selbstverständlich die Menschen Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, Hilfstransporte organisiert haben, sich gekümmert haben um die Menschen in der Nachbarschaft, denen es nicht so gut geht. All das macht mich froh und dankbar dafür, dass ich in dieser Welt, in dieser Umgebung, in diesem Kreis mit diesen Menschen leben darf. Es stimmt mich zuversichtlich so, wie auch das Weihnachtsfest uns alle zuversichtlich stimmen kann. Der Herr kommt in die Welt, um Hoffnung zu bringen. Also wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, dass Sie Ruhe finden und Erholung abseits der Hektik des Alltags und voller Zuversicht und guter Hoffnung in ein glückliches neues Jahr 2023 starten können. Alles Gute wünsche ich.